Hallo Horizon-Freunde, hallo YouTube, mein Name ist Tom Thompson und willkommen zu unserem gemeinsamen, wir haben ein Thema und fahren lustige Autos, let's play. Unsere Wolke darf natürlich auch nicht fehlen, die nehmen wir einfach mal mit. Wir haben heute ein interessantes Auto vor uns, wir haben ein impressantes Thema, sag mal das so, oder ein Thema, was auf jeden Fall für Zunder sorgen dürfte, vor uns, von euch gewählt. Zumindest von euch mir mitgeteilt, von einem von euch, nicht von allen, nur von einem. Einer hat sich getraut, hat gesagt, Mensch, rede doch mal über dieses Thema. Doch bevor wir damit beginnen, das Thema wird heute übrigens sein für die Leute, die vielleicht nach 2 Minuten schon wieder abschalten und sich sagen, gut, ich kann den Laberkopf nicht länger als 3 Minuten ertragen. Unser Thema wird heute sein, illegale Spiele-Downloads, gut, schlecht, was halte ich davon? Wo würde ich sagen, hört der Spaß auf und so weiter und so fort. Aber erstmal schaffen wir unseren Königsegg zurück. Das königliche Ei möchte wieder zurück in seine Heimat. Bonk. Das Auto, was wir uns heute ansehen werden. Also für die Leute, die jetzt sagen, Gott, was für ein Thema. Schalte sofort ab, gar kein Problem. Hab ich kein Problem mit. Für alle anderen und Interessierten, bleib einfach mal dran. Wir schauen uns heute den Bowler an. Und zwar haben wir hier den EXRS von 2012, ist ein britisches Auto. Ich habe mir so ein paar Infos zu der Marke mal rausgesucht. Ist gar nicht mal so einfach, da was zu finden. Aber Wikipedia wäre nicht Wikipedia, wenn Wikipedia keine Infos hätte. Und zwar, die Firma Bowler existiert seit dem Jahre 1984. Sie haben sich einen sehr guten Ruf gemacht. 250.000. Naja, Qualität kostet, gebt mal gern mal aus. Das passt aber jetzt nicht ganz zusammen, weil die haben sich einen sehr guten Ruf gemacht, weil sie Autos fabrizieren, die primär für den Rennsport gedacht waren, für den Wettbewerb. Sieht man sehr oft bei der Rallye Dakar. Da waren nämlich im Jahre, lasst mich schauen. Nee, Blödsinn. Es sind auf jeden Fall viele Autos, fahren bei der Rallye Dakar mit, weil die einfach, die sind günstig zu haben, sind günstig im Unterhalt, weil sie einfach auf Autos aufbauen, zum Beispiel auf einen Land Rover oder so. Warum läuft da jetzt schon eine Zeit? Öha. Der Marcel ist fleißig, danke für die Erinnerung, weil der Marcel hat mir nämlich ein paar Autos geschickt, damit machen wir nämlich auch gleich mal weiter. Der baut nämlich Autos, ich glaube, der macht sein Leben lang nichts anderes außer, Russian Wolf LP. Leute, warum schickt ihr mir die ganzen Autos? Ich find's zwar affengeil, meine Garage platzt aus allen Nähten. Ja, der Rossi hat ja gesagt, zeig mal deinen gesamten Fuhrpark. Und du siehst, Rossi, ne? Mein Fuhrpark wird systematisch erweitert. Also selbst wenn ich jetzt meinen Fuhrpark zeige, nach einer Woche ist der sowas von anders, dass sich das gar nicht lohnt. Für was sind die Bowlers bekannt? XR, ah, das ist das ganz neue Modell. Müssen wir mal schauen. Unter der Haube arbeitet ein... Ey Leute, ihr wollt mich doch trollen, oder? Wie viele Autos sind das denn? RX-7, laden wir auch mal runter. Unter der Haube arbeitet ein 5 Liter V8 Motor. Nach 4 Richtlinien aufgebaut, das ganze Fahrzeug. Genau, und der EXRS ist die Straßenversion. Ich denke mal, S steht vielleicht für Street und mal abwechslungsweise nicht für Sport. Das Ding hat zum Beispiel eine 2-Zonen-Klimaanlage, Ledersitze und einen Funkschlüssel drin. Genau, der Überrollkäfig, der dabei ist, auch ein schönes Auto, nehmen wir auch mal mit. Muss man nicht einbauen. Kann man aber, wenn man will. Aber dann ist man schon wieder so ein bisschen auf der Rallye unterwegs. Also wenn wir die Autos unkaputtbar halten, richtig viel ab. Es sind Spezialaufbauten, die eigentlich auf den Wettbewerb getrimmt sind. Und wer von euch vielleicht einen großen Garten hat, in Form einer Wüste vor der Hütte, der kann sich vielleicht mal so die Marke Bowler ein bisschen näher anschauen. Und jetzt keine Sorge, ich werde jetzt nicht... Auch nicht schlecht. Ich werde jetzt nicht alle Autos runterladen, aber ein paar, weil ansonsten gehen die Dinger nämlich wieder zurück zum Hersteller. In dem Fall zu euch, zu Marcel zum Beispiel oder zum Herrn Wieper, die sich hier fleißig hinsetzen und fleißig Autos bauen. Wer sich jetzt fragt, Tom, ich will dir auch ein Auto bauen, bitte, 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 darf ich? Ich würde mal sagen, Leute, haltet euch mal, wir werden bei der Xbox One alles ein bisschen anders machen und da habe ich jede Menge Ideen, wie ich euch einfach auch noch ein bisschen näher, und RS4 nehmen wir auch noch mit, wie ich euch noch ein bisschen näher an meine Person mit ranbekomme und wie ich euch noch ein bisschen mehr in den ganzen Drumherrings ein bisschen mit einbeziehe, wie wir zum Beispiel Autos ganz einfach austauschen können. Ja, ich sag noch, Car Club.
zum Beispiel, wird es in Forza 5, denke ich mal, wieder geben. Bisher ist ja nach wie vor nichts bekannt. Alle Augen richten sich bei mir auf die Gamescom, die vom 21. ab ihre Pforten öffnet. Da primär erstmal für die Presse. Den Integra nehmen wir auch noch mit, während ich das sowieso die ganze Zeit labere. Und da bin ich schon gespannt. Microsoft sind hier vor Ort, werden Forza 5 wieder ein bisschen was vorstellen. Ich bin gespannt, ob da was Neues kommt an Bildmaterial. Ich denke mal schon, weil das, was auf der E3 gezeigt wurde, war ja, wie Dan Greenwald gesagt hat, nicht ganz aktuelles Material. Das hatte schon ein paar Wochen, Monate, was weiß ich nicht, wie lange schon auf dem Buckel, hatte Billy Staub angesetzt. War schon Wolf, du hast Autos, krasse Sache. Der hat sich aus jetzt auf alte Amis spezialisiert. Da bin ich auf jeden Fall gespannt, was Microsoft da raushaut. Bisher ist noch nichts von dem Livestream bekannt. Schauen wir einfach mal. Das, was mich nach wie vor sehr enttäuscht, ist irgendwie ja die fehlenden Wettereffekte. Weiß nicht. Finde ich ein bisschen, ja. Schauen wir einfach mal. Aber wenn die Boxen zum Beispiel richtig funktionieren, wenn man so richtig Boxenstopp-Strategien mit Tank und sowas machen kann, entschädigt das vielleicht ein bisschen. Ansonsten lege ich, was haben wir denn hier? Der Marvin hat mir auch was geschickt. Ja, der 500er Easy. Nehmen wir auch mal mit. So ein kleiner Kampfzwerg ist auf jeden Fall flott. Bestimmt auf R1 oder sowas aufgebaut. Irgendwas ganz Perverses hat er sich bestimmt ausgedacht. Also da bin ich schon gespannt, was Microsoft und Turn 10 zur Gamescom raushauen werden. Wer sich jetzt fragt, Tom, du auf der Gamescom, woran erkenne ich dich? Ich möchte dich gerne mal treffen, dir die Hand schütteln oder dir vielleicht ein paar aufs Maul hauen. Keine Ahnung, worauf hier einige gerade Bock haben. Ne, die Felgen, Marvin, Felgen, grenzwertig. Grenzwertig, aber ist okay. Ich werde dieses Jahr nicht auf die Gamescom fahren. Schauen wir einfach mal, wie es nächstes Jahr aussieht, weil ich sag mir so, die Leutchen treffen, ich muss mich da erst dran gewöhnen. Ich habe mich jetzt vor kurzem mal mit Max, mit dem Herrn Most Wanted mal getroffen, war ein richtig geniales Treffen. Für mich war es aber, ist es immer noch so ein bisschen zweigleisig, weil ich halt nicht weiß, wo will ich hin in der Zukunft, will ich da ähnlich fahren wie der Max FPS zum Beispiel, wo ja bis heute keiner weiß, wie er aussieht, was ich da zum Beispiel nicht schlecht finde, oder will ich halt irgendwann doch mal auf die Pauke hauen und sagen, hier, das bin ich in meiner ganzen abscheulichen Hässlichkeit, entweder kommt damit klar oder halt auch nicht. Na, wer jetzt sagt, Mensch Tom, du hörst dich so jung an, du mit deinen 13 Jahren, du gehörst eigentlich auf die Gamescom, Leute, ich bin 32 und da überlegt man vielleicht das ein oder andere mal zu viel. Schöne Felgen gefallen mir. Aber wie gesagt, dieses Jahr nicht auf der Gamescom, muss man gucken, wo wir nächstes Jahr stehen. Vielleicht bekomme ich ja dann doch im Laufe des Jahres die ein oder andere Einladung. Guck mal einfach mal. Weil mich würde zum Beispiel die Pressekonferenz interessieren, als wirklich das, was mit Presse angeht, oder was die Presse nur betrifft. Weil ich würde zum Beispiel ganz gerne mal mit ein paar Kollegen von Turn 10 einfach ein bisschen plaudern. Einfach, um da vielleicht auch ein paar mehr Infos rauszuholen. Das würde aber natürlich, ja auch von Marcel, das würde natürlich voraussetzen, dass... Ja, dass ich mich halt zeige, ne? Also das eine greift ins andere über, vielleicht sage ich nicht jetzt 100.000 Abos, weil ich glaube, ich das erreiche, bin ich 84 und dann will mich auch keiner mehr sehen. Vielleicht setzen wir das Ganze mal runter auf 10.000? Komm, 10.000, das schaffen wir doch, oder? Komm, hier, 3.000 in einem Jahr, da wird ja wohl 10.000 locker möglich sein. Das sollte irgendwie machbar sein. Marvin, das Ding heißt Black Edition, nicht weiße grün ist, aber nee. Das darf man einem Skyline nicht antun. Tut mir leid, Marvin, der geht zurück zum Empfänger. Der Bandit darf nicht fehlen, nehmen wir mit. Ich muss ja nicht alles annehmen, ne? Aber ich bin euch auf jeden Fall dankbar. Danke, danke, danke für die vielen, vielen Autos, weil ihr investiert ja da auch Zeit fürs Lackieren und fürs Zusammenschrauben. Also ihr seht, es gibt wieder jede Menge Autos, sich anzuschauen. Aber jetzt schauen wir uns erst mit dem Bowler ein bisschen genauer an. Und dann beginnen wir mit unserem Thema. Mal schauen, was wir hier haben. Ich meine, 5 Liter V8 sollte eigentlich ausreichen. Und bevor ich starte, das, was ich auch wieder vergessen habe, mal wieder Online-Status beschäftigt. Obwohl sich das mittlerweile, hat sich das ein bisschen eingependelt. Ich hatte ja mal in dem letzten Video mal gesagt, oder kommt das noch, ich weiß es nicht. Okay, V8-Kompressor. Dieses Gesäusel kann nur ein Kompressor sein. Jo, hey, bei dem Ding, für Sie tun? Wir machen bei dem Ding mal alles anders. Alles anders. Wir gehen nicht auf Leichtbau, wir gehen auf Schwerbau. Wir legen das nicht tiefer, wir legen die Karre hoch. Und wir machen sie nicht schwarz, sondern weiß. Das ist meine Taktik. Also hier muss es was geben. Ihr wollt mich doch verarschen, oder? Ach Leute, Playground. So mal nicht. Die Felgen gefallen mir eigentlich.
Trotzdem werfen wir mal einen Blick. Ich mache nicht die ganz großen drauf. Hinten auf jeden Fall ein bisschen was breiter. 3,25. Was haben wir denn hier? Wir haben Allrad anliegen. Komm, machen wir aus dem Ding eine richtige Walzenfabrik. 3,45er rundum. Was haben wir denn hier an Felgen? Felgenausführungen. American Racing. Passt mal so gar nicht drauf. Da gab es noch so eine lustige Firma. War das Oettinger? Die so halbe Gullideckel fabrizieren. Das könnte vielleicht ganz gut ausschauen auf dem Ding. Ja, so Import-Dinger, die sehen ab einer gewissen Größe einfach nur noch hässlich aus. Team Dynamics passt auch nicht so ganz dazu. Mir gefallen eigentlich die originalen Leute. TSW, wir schauen trotzdem mal durch. Volk Weeds, Welt Racing, ja genau. Wie viel schwerer sind sie? Selbst die sind 13 Kilo leichter. Diese aus Altmetall zusammengeschusterten Dinger sind 13 Kilo leichter. Warte mal, die gefallen mir. Hat man die schon mal? Oder hat man die schon mal? Machen wir nur die mal drauf. Nee, ich weiß es nicht. Ich bin so unentschlossen schon wieder. Zender. Yeah. Geht sowas? Nee, oder? Das geht nicht. Oder? Ich weiß es nicht. Tenso R? Nee. Team Dynamics. Waren wir schon drin? Manatada B. Waren wir auch nicht drauf. Irgendwas Bulliges, Mächtiges hier. 7 Kilo ist gar nicht mal so mies. Oder 5 Sterne irgendwas, was ganz harmloses. Aber das sind die originalen Felgen. Gut, die müssen natürlich auch einige Belastungen aushalten. Ne? Ist nicht so, dass so eine Felge, wenn du mit der Karre springst, die muss das Ganze ja auch abdämpfen können. Bling, bling, gehört ja Löwenhart. Das ist einfach zu viel. Lorenzer ist einfach zu hässlich. Lexani ist einfach zu schwer. Gott sei Dank. Ich wollte gerade sagen, das wäre es jetzt gewesen hier. Hole Shot. Nee. Boah, das ist eine Radnappe, die ist ja... Ja, ich weiß. Nee, das machen wir nicht drauf. Gremlites, den machen wir auch nicht drauf. Papa Fixe, die haben wir auch schon lange nicht mehr. Nee, passt auch nicht ganz so dazu. Dub Wheels, nee, komm hier mal auf in den Chromzeug. Cracker. Cracker hat doch irgendwas, oder? Aber auch nicht so richtig. 5 Kilo leichter. Die sehen vielleicht ganz böse aus. Aber kann ich vielleicht irgendwie die Kamera ändern, bevor ich die Felgen kaufe? Nee, gefällt mir auch nicht. Oder Cracker? Ach Leute, ich kann mich mal wieder überhaupt nicht entscheiden. Das ist der Gullideckel, den ich meine. Der sieht aber auch hässlich aus. Zender. Geht sowas? Ich schraub die jetzt einfach mal drauf. Ich kann sie nicht größer machen. Schauen wir doch mal. Nee, das geht nicht. Das ist hässlich ohne Ende. Hinter. Das ist hässlich ohne Ende. Das geht mal gar nicht. Work Wheels. Nee. Boah. Ach man, das ist, kann doch nicht so schwer sein, für diese Karre ein paar Felgen zu finden. Nee. Weeds. Die haben irgendwas. Oder die. Komm, ich mach die drauf jetzt. Fertig. Okay, wie viel Zoll haben wir drauf? Können wir noch größer gehen? Können wir nicht. Lassen wir sie mal drauf. Schadet ja nicht. Gut, was gibt's denn hier für Motorumbauten? Gut, die Felgen gehen. Ansaugmethode. Wir haben den Kompressor und ich würde mal sagen, den lassen wir auch drin. Weil so ein V8-Kompressor macht auf jeden Fall was her. Tom. Zuerst Motor. Ich weiß gar nicht, ob wir den so krass aufbauen sollten. Aber ja, wenn er schon mal bei uns in der Halle steht, Auspuff auf jeden Fall. Ihr seht schon, so viel gibt's ja gar nicht zur Auswahl. Ich bezweifle, dass wir überhaupt bis 5,4, von 5 auf 5,4, da hätten wir einen Small Block bei Namis, müsst ihr euch mal überlegen, Small Block mit 5,4, Big Block zu 7 Liter und braucht es jetzt nicht. Wir müssen ein bisschen an die Umwelt denken, ne? Gut, Bremsen natürlich die größten. So, und jetzt kommt die Überraschung. Wir legen den Hobel nicht tiefer, ne, wir legen die Bude höher. Bin ich jetzt bescheuert? Wo ist man? Da ändert sich nichts. 7 cm runter oder gleich hoch. Mache ich trotzdem das Rallye-Fahrwerk rein. Genau. Sitz lasse ich drin. Das heißt, wir machen heute mal nur auf Leistung und ein bisschen so auf Offroad. Da gehe ich mal davon aus, das haben wir hier. Starten ein bisschen höher. Muss jetzt nicht so auf Endgeschwindigkeit gehen, oder? Machen wir mal das Rallye-Getriebe rein. Eine Antriebswelle. Sperrtiff ist, wie es aussieht, von Haus aus verbaut. Müssen wir uns also um nichts kümmern. Gut, demzufolge ist jetzt erstmal alles drin. 15 Minuten sind vorbei. Ich schätze, 70% haben jetzt schon abgeschalten. Das ist auch so eine richtig lustige Statistik, wo man auf YouTube nachsehen kann, durchschnittliche Wiedergabedauer. Da habe ich bei manchen Horizon-Videos 3 Minuten.
In 3 Minuten habe ich nicht mal Sauter gekauft. Ja, aber wenn man sieht, das Video ist über 1 Stunde lang oder so, da weiß man doch schon. Ach du liebes Heimatland. Okay. Okay. Schaut ein bisschen von hinten aus wie so ein... Okay, du sagst nichts. Wie so ein Evoque. Range Rover Evoque. Wunderschönes Auto, finde ich. Absolut genial. Total sinnfrei. Das ist weder ein Jeep noch ein Sportwagen, aber ich finde den sowas von schick. Oh, ich finde ihn schick. Gut, Design für mein Auto. Jetzt bin ich ja gespannt. Also ich tippe mal, hier gibt es jede Menge Monstergerümpel. Am meisten runtergeladen. Ein Bowler. Paintjob 1, Bowler Rally, Red Bull Racing. Schauen wir nochmal, was ganz oben ist. Muss einen Grund haben. Wildcat von Top Gear. Also bei Top Gear wäre ich auf jeden Fall schon mal hellhörig. Ohlins. Ja, warum auch nicht. Manche sagen, man nennt ihn Ohlins. Brembo-Bremsen. Ja, komm. Packen wir mal drauf, das Ding. Suchen wir heute mal nicht allzu lange. Orange sieht auf jeden Fall ganz gut aus. Macht was her. Klatscht das drauf. Bin ich zufrieden. Dann können wir uns nämlich schon aufmachen, die ersten Medaillen für das Auto einzuheimsen. Da haben wir wieder 5 Stück, die wir uns holen, die uns ein bisschen weiter vorantreiben. Hier ist auch so ein kleiner Bug drin. Wir können mal gucken. Und dieses Red Bull Design gefällt mir eigentlich auch. 1000 Credits habe ich gerade so noch über. Schauen wir mal. Ansicht wechseln. Das Ding macht auch was her, oder? Mobile One. Was steht hinten drauf? Red Bull. Global Rallycross. Immer noch ein Rätsel, wie die Leute das hinbekommen. Ich habe ja vor kurzem vom... Oh Gott, wie hieß er? Vom Jordan Lee habe ich ein Bild auf Facebook mal gepostet. Jordan Lee ist ein Abonnent von mir. Und der hat auf einem Porsche ein Bild drauf geknallt. Das sage ich mir echt. Ist mir ein Rätsel. Ist mir ein Rätsel. Schöne Leuchtfarbe hier. Haben wir heute mal Rockstar? Komm, wir sind heute mal Rockstar-mäßig hier. Wir machen jetzt nicht Top Gear, wir machen heute mal Rockstar. Hat man, glaube ich, noch nie. Ja, komm, klatsch drüber. Bin ja mal gespannt. Vielleicht sind die Felgen sogar schwarz. Würde ganz gut dazu passen, würde ich mal sagen. Schwarz passt nicht nur zu jeder Frau. Ja, fast zu jeder Frau. Sondern halt auch zu fast jedem Fahrzeugdesign. So, raus hier, Lackiererei verlassen. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Leistung haben wir genug, hoch genug ist er. Hübsch sieht er aus. Insofern können wir jetzt so die staubigen Pisten in Colorado ein bisschen unsicher machen. Würde ich mir auch wünschen, so einen richtigen Offroad-Kurs würde ich mir wünschen. Weißt du, wo du einfach so mit einem Offroad-Fahrzeug, schwarze Felgen, ich hab's ja gewusst, wo du einfach mit so einem Offroad-Fahrzeug dich einfach wieder austoben kannst. Sieht ja ganz gut aus, oder? Was sagt ihr? Aber irgendwie, war das Ding nicht hinten quietschig-gelb? Was ist denn das hier für ein Ausschnitt? Sieht irgendwie komisch aus, oder? Stimmt ihr mir dazu? Das gefällt mir nicht. Designladen, was haben wir denn noch? Ich wurde auch mal gefragt, wie zur Hölle bekommt man Design in den Shop rein? Machen wir nicht heute, machen wir aber demnächst. Ich sage aber mal demnächst. Machen wir den drauf. Bowler laden. Ja, guckt euch das mal an, das sieht da hier ganz anders aus, oder? Und ich habe keine Spoiler oder sowas drauf, die da stören könnten. Ich weiß nicht, was da los ist. Ja, ich will raus. Lass mich raus. Ich bin ein YouTuber, holt mich hier raus. Ne, Gamescom, wie gesagt, würde ich erst in Angriff nehmen, wenn ich zumindest einen Pressepass bekomme. Und ich hoffe einfach mal, dass mein Netzwerk im kommenden Jahr so ein bisschen was in die Richtung machen wird. Schauen wir einfach mal. Genau, hier ist die Lackierung auch komplett. Marcel ist fleißig und macht alle meine Zeiten platt. So, schauen wir. Zerstören Sie Säune. Großartige Drifts. Schleichautotor, fahren Sie vom Horizon Festival nach South Bermont, ohne einen Blitzer auszulösen. Da haben wir ja richtig viel Leistung drunter. Sie können keine Blitzer auslöten, wenn Sie langsamer als 30 fahren? Bist du prall? Okay. 30. Okay, wir müssen eigentlich nur gucken, dass wir... Warte mal, das Ding läuft. Warte mal, ich fahr da noch gar nicht. Wir müssen nur gucken, dass wir nicht allzu schnell sind bei den Blitzern. Ansonsten denke ich, wir müssen es runtergeben. Okay. Mir ist mal aufgefallen, ich kann fast in jedem Spiel nur noch von außen fahren. Total bescheuert. Der Typ, der mal gesagt hat, ich komme nur mit... Yeah. Ich komme nur mit Cockpit klar. Fährt oh plötzlich nur mit der Außenkamera.
Ist mir nicht letztens, da habe ich mit Mathis ein bisschen was getestet in Forza 4. Ja, das erste, was ich gemacht habe, mach mal aus dem Außenkamera, weil da kann ich wenigstens ein Auto fahren. Total bescheuert. Gut, da ist schon mal der erste Blitzer. Man könnte natürlich auch einfach Routen wählen, wo kein Blitzer drin ist. Gut, ihr seht schon bei dem Rallye-Getriebe. Unter 30. Gut, wenn wir das haben, dann fange ich auch mit meinem Thema an. Aber hier muss ich mich echt ein bisschen konzentrieren. Das Gesäuse vom Kompressor. Wir haben die Version mit Überrollkäfig. Schadet nicht. Boah, das Gesäuse von dem Kompressor. Einfach nur genial. Hubraumstarker Motor mit dem Kompressor obendrauf. Einfach nur genial. Obwohl ich da auch nichts gegen den Biturbo habe. Gibt es ja genug Videos. Biturbo-Umbauten auf Corvette. Oder Vipern. Wenn mich jetzt einer anschiebt. Haha. Selbst der Passant fährt schneller als ich. Gut, die Felgen hätte man vielleicht auch die originalen lassen können. Wie viel Zeit haben wir noch? 2 Minuten für 3 Kilometer. Sollte ausreichen. Ah. Nee, also eine Offroad-Strecke wäre ja richtig genial. Wenn man schon eine offene Welt hat, dass man einfach sagt, hey, da gibt's einen Offroad-Park, da kannst du dich mit deinem Jeep ein bisschen austoben. Was war denn das jetzt? Zerstören oder wie? Ne, zerstören war es nicht. Dann war es irgendwas Großartiges, Fasttreffermäßig oder so. Ist ja kein Problem. Fasttreffer bin ich ja absolut Profi drin. Das war es auch nicht. Das war es auch nicht. Das war es auch nicht. Was ist denn da? 1? Oh, 2 von irgendwas. Ruhig, 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 ruhig. Wir haben noch 1,5 Kilometer vor uns. Und noch 1 Minute Zeit. Das sollte eigentlich ausreichen, weil ich glaube, so viele Blitze haben wir ja nicht mehr vor uns. Außer hier stehen sie irgendwo am Rand. Ah, Blitze. Gut, der Vorteil des Bowler ist, da liegt auch einiges. Das heißt, wir können auch einiges schön einfach nur wegrammen. Das sollte eigentlich ausreichen. Daher Rettig. Pupselt da rum. Jawoll. 4WD-Drift und so. Hammer. Gut, jetzt aber zu meinem Thema. Mein Thema heute ist, wie gesagt, was ist das zweite? Großartige Drifts. Das sollten wir hinkriegen. Bleifuß-Kombo. Führen Sie innerhalb von einer Burnout und dann eine Geschwindigkeitsaus. Sollten wir hinkriegen. Machen wir. Okay. Illegale Downloads oder allgemein Downloads zu spielen. Und ja, ich bin ja ehrlich zu euch, weil ich genau weiß, ihr seid auch ehrlich zu mir. Ich meine, jeder von uns hat mal was runtergeladen. Also ich auch. Ne? Ist nicht so, dass ich hier sage, ich bin der Engel der Nation. Ich habe noch nie in meinem Leben was runtergeladen. Ich würde auch sowas nie machen. Komm, Bleifuß-Kombo. Oder auch nicht. Weil ich steige jetzt so kurz oder was. Oder es hat einfach nicht gezählt. Ja, man, da ist vielleicht die Autobahn gar nicht mal so schlecht. Einfach mal zerstören Sie Zäune, fahren wir hier mal hin. So, ich meine, es gibt ja genügend Plattformen, ne, wo man an Downloads rankommt. Die meisten Gründe sind, das war auch mein Grund, du hast einfach keine Kohle, um dir das Vollspiel zu kaufen. Oder willst du das Geld einfach, weil gratis, in Anführungszeichen, ist immer noch besser, als dafür 50 Euro auf den Tisch zu legen. Gerade wenn du, weiß ich, dir ein Spiel einfach nochmal angucken willst, wo du dir sagst, naja, ich weiß, ich bin noch unentschlossen. Das sagen ja auch viele, ich bin unentschlossen. Ich will das Spiel erstmal runterladen, dann durchspielen und wenn es mir Spaß gemacht hat, dann kaufe ich es mir und dann lege ich es bei mir in den Schrank, weil ich habe es ja schon durch. Das kann mir kein Schwein erzählen. In meinen Plattformen gab es viele Emule, ich weiß nicht, wie sie alle hießen, eDonkey, ne, eDonkey war was anderes. Vor allem halt MP3s laden sich viele runter, weil, ja, so eine kleine MP3 kann ja nicht so schlimm sein, ne.
Das macht es den Kass auch nicht fett, weil die Stars, die verdienen mehr als genug. Und warum soll ich den Typen hier, also Hip-Hopper XY, noch mein hart verdientes Feriengeld in den Allerwertesten stecken, wenn ich das Ganze gratis bekommen kann? Und die Qualität, ja, ist vielleicht ein bisschen schlechter, aber so im Großen und Ganzen reicht mir das Ganze schon aus. So denken die meisten und so landest du früher oder später auf irgendwelchen Plattformen, um dir irgendwelches Zeug runterzuladen. Die meisten ticken aber so. Ich meine, aktuell ist halt Rapid Share ganz groß, was den Vorteil hat, du kannst runterladen, musst aber nichts hochladen, weil das Teilen von so einem Material ist ja strengstens verboten. Das Runterladen komischerweise aber nicht. Wobei das eine Grauzone ist, ne? Ja, wenn bei dir die Cops mal an der Tür klingeln und dann sagen, ja, guten Morgen, wir sind vom SEK, wir gucken deinen Rechner an, wir nehmen jetzt mal alles mit und wehe, da ist was drauf, was uns nicht gefällt, dann hast du ein Problem, dann zahlst du dein Leben lang irgendwelche Lizenzgebühren ab, wo ich mir mal so sage, das Geld hättest du auf jeden Fall besser investieren können. Grüß, hallo Marcel, der ist nach wie vor fleißig hier. Also setzen sich halt viele hin, laden Zeug runter von irgendwelchen Plattformen, sei es Filme, sei es Spiele, sei es MP3s, sei es irgendwas ganz anderes, einfach weil sich die Kohle sparen wollen. Und das machen viele, angefangen vom kleinen Schüler, über Leute, die sehr wohl Geld verdienen, also halt auch die Möglichkeiten hätten, sich das Zeug zu kaufen, aber sich einfach sagen, nö, mache ich nicht, weil wenn ich was sparen kann, dann nehme ich das Ganze auf jeden Fall wahr. Da fängt es aber schon an, ich meine, wenn du einkaufen gehst, da klaust du ja auch nicht dir das Essen zusammen, zahlst du auch dafür. Ne? Also so, da fängt das Denken dann schon an. Hättest du ja auch gratis bekommen können, warum klaust du nicht im Laden? Na, ich habe Angst, erwischt zu werden. Wie ist es halt im Internet? So, hier soll ich die Zäune zerstören, oder wie? 20 Zäune. Warte mal, hier unten sind viele Zäune. In 2 Minuten. Kann man den kaputt machen? Ich glaube schon, oder? Machen wir so fix die Zäune kaputt. Also Bowler, der kommt überall hoch. Das ist kein Problem. Der kennt da nichts. Oder fällt irgendwo runter. Kennt da auch nichts. Ah, hier sind viele. Guckt euch an. Die sind sowieso gammelig. Müssen weg. Gut. 3 brauchen wir noch. Haben wir irgendwelche stehen lassen? Die sind alle schon kaputt. Steht hier oben noch was? Wir sollten nur noch 3 Zäune finden hier. 19? Einer noch? Genau, und dann fängt so diese Doppelmoral an. Nö, da klaue ich nicht. Ich klaue mein Essen nicht zusammen. Das bezahle ich sehr wohl. Und da irgendwie bei dem Thema stellt sich mir ein bisschen... Wo ist denn der letzte Zaun zum Teufel hier? Hier sind Zäune. Da ist eine Kuh oder sowas. Und hier ist ein Zaun hier oben. Bam, Hammer. Okay, nächste Medaille. Wo geht's hin? Weiter Sprung. 30 Meter mit einem Sprung. Da habe ich eine Stelle, da können wir das auf jeden Fall mal machen. Und zwar fahren wir mal nach Bunker. Hier gibt es nämlich so eine Hüpfstelle. Kennen bestimmt viele von euch. Wenn nicht, dann werdet ihr sie jetzt kennenlernen. Da mal wieder ein bisschen Zeit zum Plaudern. Ab dafür. Genau, also die haben das Geld, laden sich trotzdem das Zeug runter, weiß ich sagen. Kostenlos ist immer noch besser. Die meisten, bei Schülern würde ich sagen, ich verstehe es, aber ich verstehe es zumindest, was ich, wenn jetzt einer von seinen Eltern 10 Euro Taschengeld bekommt, dann ist halt einfach ein Spiel für 60 Euro nicht einmal mal so lockerflockig drin. Ja, und dann sagt halt viele, ich meine, die meisten Jugendlichen haben Internetzugang, die sagen sich, gut, ich glaube, das soll gratis runter. Bei Konsolen geht das Gott sei Dank so einfach nicht mehr, weil du musst ja die Konsole flashen, das gibt auch wieder Probleme, weil da wirst du, wenn es sein muss, gesperrt von Sony oder von Microsoft. Hast am Ende also auch mehr Probleme, als wie die Sache unterm Strich wert ist. Auf dem PC ist das Ganze eine Ecke einfacher. Und da geht's bei mir eigentlich so los. Ich meine, wie fange ich da am besten an? Ich kaufe ja Filme, ne? Ich kaufe viele Filme, ich muss ja abbiegen. Und ich lade sie mir nicht runter, sondern ich kaufe den Film. Und da ist es mir egal, ob der Schauspieler, 12 Millionen mit dem Film verdient hat oder schon mit dem Vorgänger des Films oder mit dem ersten Teil. Ich kaufe den Film, weil er mich unterhält. Und wenn ich ins Kino gehe, ne, dann muss ich ja auch Eintritt bezahlen.
wenn ich mir den Film aber runterlade, ist auch die Qualität schlechter. Ja, es gibt Blu-ray-Rips und bla bla blub blub. Aber was abgefilmt ist oder gerippt ist, ist immer schlechter als das Original. Und ich meine, ich gebe ja nicht einen Haufen Geld für Equipment aus, sei es für einen guten Fernseher, für einen guten Lautsprecher, für einen guten Verstärker, wenn ich dann anfange, genau bei dem Medium, was ich darauf abspielen will, zu sparen. Weil die Technik kann nur das abspielen, was ich halt reinstecke. Wenn ich Müll reinstecke, da ist die beste Technik nicht gut genug, um aus Müll Gold zu machen. Ne? Und HiFi-Equipment kannst du dann auch nicht einfach mal klauen. Und die Leute, die wollen ja auch von irgendwas leben. Ich meine, da sitzen halt auch Leute, gut, man sieht bei Schauspielern, ja, weiß ich, die drehen zwei Filme im Jahr und verdienen so einen Haufen Geld damit. Ja, das will ich nicht unterstützen. Warum jetzt mein Multiplikator weitergeht, obwohl ich den voll draufgeschossen bin, ist mir ein Rätsel. Aber die will ich halt nicht unterstützen. Die haben zu viel, aber andersrum, du würdest dich da auch freuen, wenn du irgendwas machst, was du gut kannst und dafür bekommst du ein bisschen was, wenn es Geld ist. Gut, die bekommen halt ein bisschen viel Geld. Aber die müssen halt auch wieder was dafür machen. Ne? Unser eins geht ja auch arbeiten. Wenn der Chef von dir zum Beispiel genauso denken würde, ja, ich klaue mir jetzt einfach deine Arbeitskraft. Ist mir egal, was du davon hältst. Ist mir eigentlich, ja, du musst deine Rechnung bezahlen. Ist mir aber wurscht. Ist mir wurscht. Habe ich keinen Bock drauf. Mach halt das, was du denkst. So, wo ist denn jetzt mein Sprunghügel? Will gucken, da stand er hier irgendwo rum oder bin ich hier noch falsch? Irgendwo ist da hier diese Scheune, wo man drüber springen konnte. Das ist doch hier, oder? Nochmal gucken. Man will ranzoomen hier, oder war das hier oben irgendwo? Ich glaube, das war hier bei so einer Scheune. Hier, genau hier müssen wir hin. Da müssen wir hin, genau. Und ich sage mir immer, was du nicht willst, was man dir tut, das füge auch keinem anderen zu. Insofern, ich meine, ich will ja auch, dass am Monatsende mein Geld auf dem Konto ist. Ich will ja auch nicht, dass mein Chef sagt, ja, ich klaue jetzt einfach deine Arbeitszeit. Oder, gut, auf YouTube ist das was ganz anderes, da kann ich jetzt ganz weit ausholen. Aber, genau, da ist ja auch so, das Ganze muss halt fair bleiben. Hier ist die Scheune. Wo war denn dieser blöde Sprunghügel? Warte mal, gab es denn nicht noch eine Scheune? Oder bin ich jetzt im falschen Bunker? Jetzt muss ich nochmal die Karte gucken. Und da muss ich sagen, also erstmal um, Flagge zu beziehen. Oder war das hier irgendwo? Im Bunker? Nee, oder? Nee, das war da nicht. Aber Scheunen werden ja leider nicht angezeigt auf der Karte. 30 Meter. Doch, das ist das Ding. Ja, das ist die Rampe. Sieht ein bisschen komisch aus. Genau, das ist das Ding. Wo bin ich jetzt stehen geblieben? Genau, also ich bin gegen Raubkopierer. Sowieso. Und ich finde, sowas gehört wesentlich härter bestraft als wir aktuell. Gut, du kannst für eine Raubkopie mehr Jahre Knast bekommen, als wie wenn du einen ums Eck bringst. Schau mal, 30 Meter sollten wir auf jeden Fall hinkriegen hier. Gut. So wie zum Thema, wie es nicht funktionieren sollte. Ja, hat nicht geklappt. Machen wir gleich nochmal. Und... Aber meiner Meinung nach sollten auch die bestraft werden, die so Zeug nicht hochladen. Also nicht nur hochladen, sondern auch runterladen. Weil ich möchte mal nicht wissen, wenn den Leuten die Argumente ausgehen... Ich wollte gerade sagen, das hat doch gereicht, mein Freund hier, ne? Bleifuß-Kombo, dafür fahren wir auf der Autobahn. Mal angenommen, also ich lehne mich jetzt mal, ich spinne jetzt mal ein bisschen rum, ne? Mal angenommen, wir werden alle ehrlich. Das heißt, wir kaufen alles original, ne? Jedes Album, jeden Film, jedes Spiel, alles original. Weiß nicht, das ist auch so eine Diskussion. Würdet ihr dann sagen, dass der Kram günstiger wird oder würdet ihr sagen, ne, die wollen es trotzdem abzocken und das Zeug wird vielleicht sogar noch teurer, damit sie einfach noch mehr absahen? Ich würde mal behaupten wollen, es würde bitte günstiger werden. Wenn man sieht, was allein in den, Entschuldigung, ich schlucke auf hier, was allein in den ganzen östlichen Ländern kopiert wird, wenn die alle dafür in den Bau wandern würden, gut, da bräuchte man, glaube ich, einen eigenen Planeten dafür. Weil das machen ja relativ viele, ist ja cool, ne? Cool ist daran gar nichts. Wenn du nämlich erwischt wirst, hast du nämlich ein übelstes Problem. Dazu aber später. Was passiert, wenn du erwischt wirst, kann ich auch ein bisschen was erzählen. Nicht aus eigener Erfahrung, aber ich habe mich ein bisschen schlau gemacht zu dem Thema. So ist es ja nicht, ich gehe nicht unvorbereitet hier rein. Und zwar,
jetzt habe ich wieder einen Faden verloren. Genau, nee, ich glaube, dass das Ganze auf jeden Fall günstiger werden wird. Aber dem ist nicht so. Die Leute, die argumentieren, ja, die Spiele sind so teuer, weil wir einfach die Verluste durch die bösen Raubkopierer mit in unsere Kalkulation aufnehmen. Wir haben dann wieder was kaputt. Der Bowler ist dafür gebaut, viel kaputt zu machen. Und wir müssen natürlich den Verlust auch decken. Demzufolge kostet halt ein Spiel 60 Euro. Und demzufolge laden sich halt viele den Kram dann illegalerweise runter. So, jetzt muss ich mal ganz kurz meinen Kopf mal irgendwie leer räumen, weil ich sehe immer noch Zaunslatten um mich rumfliegen. Was kann passieren, wenn du erwischt wirst? Fangen wir mal so an. Genau. Mal angenommen, bei dir klopfen die Cops an die Tür, weil sie mitbekommen haben, dass du auf irgendeiner Tauschbörse Zeug hochgeladen hast. Das wird natürlich alles mitprotokolliert. Keiner ist anonym im Internet. Wenn die Leute wollen, dass sie rausfinden, wer das ist, dann kriegen sie es auch raus. Ne? Das auch über Grenzen hinweg. Es gab ja genug Raubkopiererringe, die hops genommen wurden. Meistens erst über einige Jahre Recherche, aber es ist durchaus möglich. So ist es nicht. Gut, dann stehen die Cops bei dir vor der Tür. Die sagen dann, ja, hier, Klaus Horst Günther, wir haben mitbekommen, du lädst da bitte was runter. Wir haben Durchsuchungsbefehl, wir beschlagnahmen all deine Computer. Das heißt, sie nehmen alles mit, was ein Speichermedium ist. Also angefangen vom Computer über externe Festplatten, über jede CD, über am Ende jede Audio-CD, vielleicht sogar auch, weil es muss ja geprüft werden, ob das Ganze auch original ist. Dann vielleicht nehmen sie dein Handy mit, weil darauf kannst du ja auch was speichern. Dein Tablet nehmen sie mit, deine Xbox nehmen sie mit, weil das Ding hat vielleicht auch Zeug drauf, was nicht ganz legal ist. Und am Ende hast du, die nehmen auch, glaube ich, Mäuse und sowas, die nehmen alles mit, was zum Computer gehört. Einfach für das Gesamtstück. Genau. Nehmen sie alles mit, das heißt, du sitzt in dem Wohnzimmer, wo nichts mehr steht. Nichts mehr. Das Zeug wirst du auch nie wiedersehen. Das kannst du schon mal abschreiben. Das siehst du nie wieder. Dann wird das Ganze geprüft. Und dann geht das Ganze nämlich los, dass du strafrechtlich belangt wirst, nämlich fürs Raubkopieren. Danach bekommst du aber nicht nur, weil die Firmen, also die ganzen Labels, die ganzen Publisher, die haben ja nichts davon, wenn du in den Bau wanderst für den Kram. Weil die wollen ja auch, dass du bestraft wirst. Wie machen sie das Ganze? Sie reichen eine zivilrechtliche Strafe ein, damit sie dich zivilrechtlich belangen können. Was bedeutet das unterm Strich? Die wollen Kohle von dir sehen. Und zwar für jede MP3, für jedes Album, für jedes Spiel, für jeden Film, alles einzeln. Also hast du Spiele von, was ich, 10 verschiedenen Firmen runtergeladen, sei es EA, Ubisoft, Blizzard, wie sie nicht alle heißen, kommt jede Firma auf dich drauf zu. Und da reden wir nicht über Summen von 3,50 Euro, das geht richtig ins Geld. Und ehe du dich versiehst, steckst du am Ende mit 16 Jahren in einer Geldfalle drin, da zahlst du dein Leben lang ab. Das Einfachste, was du zumindest in Deutschland machen kannst, ist Privatinsolvenz anmelden. Macht sich natürlich richtig gut. Ne? Das heißt, du bekommst dann erstmal, ich glaube, du musst 6 Jahre, bekommst du alles Geld weggenommen. Und nach den 6 Jahren oder so bist du dann schuldenfrei. Die Gläubiger bleiben halt auf ihren Kosten sitzen. Aber macht sich auf jeden Fall ganz gut, wenn du irgendwo mal einen Schufa-Eintrag eingeholt wird. Wenn du halt einen Kredit oder sowas abschließen willst und die sehen, ja, der stand schon mal in der Schufa drin, wegen Zahlungsunfähigkeit, macht sich richtig gut bemerkbar, weil ich glaube, du bekommst dein Leben lang keinen Kredit mehr. Wenn du das willst, boah, mach ruhig, ne? Ist alles kein Problem. Und wenn du Glück hast, gehst du noch im Bau, das heißt, du hast sowohl zivilrechtlich als auch strafrechtlich schon mal eine richtig gute Akte. Und das am Ende für einen Film, den es für 5 Euro auf eBay gebraucht gibt. Ich meine, es gibt ja genug Alternativen. Es ist ja nicht so, als ob es nichts gäbe auf der Welt. Es gibt Rebuy, es gibt eBay. Es gibt vielleicht Kumpels, die sagen, du, ich habe den Film jetzt 4-mal gesehen. Wie schaut's aus? Magst du ihn haben? Ich kann es kriegen für 2,50 oder so. Hauptsache, der ist weg. Und es gibt ja genug Alternativen. So, jetzt einmal ganz kurz hier. Ganz kurz die Bleifuß-Kombo. Also nochmal gucken. Bleifuß-Kombo müssen sie innerhalb einem Burnout und dann eine Geschwindigkeitsfähigkeit durchführen. Also Burnout. Jetzt gehen wir einfach mal zu 100. Geschwindigkeit kommt da, glaube ich, erst ab 2,50, oder? Da sagen die Autobahn ist leer, da muss ich mir jetzt nicht ins Hemd machen. Hammer. Aber wie schnell geht denn der Bowler? Mit Rallye-Getriebe wohl gemerkt. Mit dem Renngetriebe hat man noch einen Gang mehr. 300 ist für ein Wüstenfahrzeug flott. Und selbst das weiche Fahrwerk macht sich überhaupt... Oi, oi, jetzt geht's auf, schaukeln los hier.
Guck dich mal die Taro-Nadel an. Die bricht ja schon fast ab. Wo zählt denn der wieder runter? Taro geht also bis 200, so wie mal Daumen. Ja, also 220 ungefähr, habe ich nicht gesehen, tut mir leid. Genau, also du hast da eine schöne Akte. Dein Leben lang, das wird nämlich nicht gelöscht, das Zeug. Das heißt, du bist dein Leben lang, auch bei der Jobsuche, wenn zum Beispiel heißt, ja, zeige es mal ein polizeiliches Führungszeugnis. Ach, sie sind vorbestraft wegen Raubkopierer. Ja, okay, sie wollen in der Datenverarbeitung arbeiten. Ich glaube, das ist nicht ganz der richtige Job. Das heißt, du bist für dein Leben lang gezeichnet. Muss es das sein? Muss es das sein? Also, ich glaube mal nicht. Ich gucke gerade mal auf den Tacho. Ich glaube, wir machen heute mal noch ein zweites Auto. Habe ich gerade mal ein bisschen Bock drauf. Der Bowler. Also, ist ein schönes Auto, macht Spaß zu fahren, ne? Brauchen wir nicht drüber reden. Aber ist jetzt kein Auto, wo ich sage, ist auch kein Auto, wo ich sage, in Horizon gehört er auf jeden Fall rein. Weil Street Racing mit der Bude, wenn es einen richtigen Offroad-Kurs gäbe, ja, sofort. Aber hier auf dem Asphalt, gut, langsam ist er nicht mit seinen 5,4 Liter, den wir jetzt hier haben. Aber, naja, so richtig, der gehört einfach nicht hierher. Punkt, fertig, aus. Genau, ich hoffe, ihr nehmt mir das Ganze jetzt nicht übel, wenn ich einfach mal ein zweites Auto noch auswähle. Weil wir haben ja noch ein bisschen was zu tun. Bisschen was zu bequatschen. Route festlegen. Ne, nicht Route festlegen. Schnellreise. Und ich wähle mir auch einfach mal ein Auto so frei Schnauze mal aus. Genau, Autowünsche wie gewohnt in die Kommentare, ne, für die nächste Folge. Gesetz des Falles, Horizon gewinnt bei Savup. Am Mittwoch braucht ihr euch, wie gesagt, keine Autos wünschen. Das ignoriere ich einfach alles. Weil das sind so Zusatzausgaben, die haben nichts mit unserem normalen Konzept zu tun. So, ich hätte mal Bock auf irgendwas Cabrio-mäßiges. Einfach mal was ganz American Motors oder irgendwas ganz Chilliges. Ascari, nee. Ein Aston, hat man euch schon lange nicht mehr, oder? Zagato, One. Audi. Haben wir alles schon. Haben wir alles schon mal gesehen. Bugatti. Cadillac. Cadillac, der Corvette-Motor drunter. Chevrolet. Ja, alte Stingray. Leute, Oldtimer. Wenn ich immer ein zweites Auto nehme, wird es ab sofort immer ein Oldtimer sein. Egal ob USA, Amerika oder Japan, kommt alles mal dran. Genau. Silber, wegen mir. Haut drauf, das Ding. Wie gesagt, du bist dann ordentlich vorbestraft. Was kann man machen, wenn man... Also wie gesagt, das ist es nicht wert. Das ist es doch nicht wert, beim besten Willen, weil du versaust ja echt dein ganzes Leben. Und wenn ich halt so mit Leuten unterhalte, was denn, bitte was runterladen, ist doch nicht schlimm. Macht doch jeder. Ja, wenn jeder von der Brücke springt, springst du auch hinterher, oder? Wenn jeder sich mit der Axt der Hand abhaut, haust du deine Hand auch ab. Ich glaube, alles machen dann doch nicht alle. Sollen wir beim Horizon Festival 10.000 Punkte zusammen machen, oder? Ja, okay, sollten wir hinkriegen. Ich brauche laut Pipes. Very loud Pipes, weil wir wollen das Auto frei ausatmen. Lass mal gucken, ob wir das noch schaffen hier, weil mit Tuning brauche ich noch ein bisschen länger. Gib mal ein bisschen Gas. Okay. Blank. Was haben wir hier? Hässlich. Haube. Ja, gute Frage. Die Front. Aber da ich hinten das nicht wegmachen kann. Ah, lassen wir es mal so, oder? Lassen wir es mal so. Felgen würde ich sagen, wir machen hier wunderschöne American Racing mal drauf. Dürfte vielleicht ganz gut aussehen auf dem Ding. Oder? Was sagt ihr? Hat doch was. Vielleicht ein Ticken größer. 17, 18. Ja, ich weiß, die passen vielleicht eher auf den Mustang. Hinten machen wir mal 19er drauf, damit das Fahrwerk, damit der Radkasten ordentlich gefüllt ist. Hinten Maximum, vorne nicht ganz so extrem wie gewohnt. Machen wir mal so. Reifen ein bisschen was Extremeres. Motor, natürlich volle Hütte, das Ding wird nicht Turbo aufgeladen, keine Sorge, das Ding bleibt ein Sauger. Gib ihm, mittlerweile ist es sehr einfach, weil man hier auch sich einfach alles leisten kann. Das haben wir 7,3 Liter, da sind wir schon fast im Big-Block-Bereich. Wir sind gerade mal in der Klasse A. Gut, die Felgen, Geschmackssache mal wieder, ne? Der Tom hat keinen Geschmack, ich weiß. Gut, das Ding muss runter. Sollte eigentlich ganz gut aussehen. Fahrwerksstreben machen wir mal rein. 37 Kilo. Ansonsten alles raus. Und jetzt Schaltung, Plump und Zeug, wie gesagt, das ist es nicht wert. Das muss es beim besten Willen nicht sein. Und was kann man machen, wenn man, wenn man vielleicht Schüler ist und nicht so viel Geld hat
Und jetzt werden bestimmt einige kommen und sagen, gut, jetzt hebt der Tom komplett ab, jetzt hat er vollkommen einen an der Waffel. Mir gefallen sogar, vielleicht würden Chromfelgen auch ganz gut aussehen, ich weiß es nicht. Fahren wir fix noch zum Lackieren und dann fahren wir sofort los. Das sieht gar nicht mal so doof aus. Gut, die hinteren Felgen vielleicht ein bisschen wie zu groß. Aber Größe schadet nie, ne? Sagen zumindest die Mädels. Nicht nur die Technik zählt, also ob du einen Kompressor hast oder einen Turbolader, sondern auch die Größe des Autos zählt. Und manchmal halt auch große Auspuffanlagen sind wichtig, damit die ganzen Abgase frei raus können. So. Genau. Warum sind die Felgen schmutzig? Spinnt sie ja? Geht doch, oder? Halt, Paintjob. Ab dafür. Noch ein fixes Auto lackieren und dann geht das Ganze los. Ja, was kann man machen, wenn man zu wenig Geld hat oder sich halt überlegt, ja, ich will vielleicht von der illegalen Schiene weg, weil irgendwie, du hast mich gerade ein bisschen zum Nachdenken angeregt und ich möchte nicht mit meinen 12 Jahren, sobald ich strafrechtlich rangezogen werden kann. Mir fällt das Wort gerade nicht ein. Möchte natürlich nicht gleich Blue Flame. Classic Racer, der gefällt mir. Chip-Fuß-Design, oder? So bitte was in der Richtung. Jawohl, jawohl. Da brauche ich gar nicht gucken, Leute. Genau so muss ein Stinger Doray aussehen. Genau so. Kaufen. Fertig. Ganz schlicht, ganz elegant. Nichts mit Monster-Design, hast du nicht gesehen. Das reicht vollkommen aus. Da fange ich mal an. Nimm dir die Zeit und schau bei den ganzen Gebrauchtbörsen vorbei. Schau auf eBay vorbei. Schau auf Rebuy vorbei. Weil da gibt es so viele Filme, die sie teilweise für 1,50 € verkaufen. Und die Filme sind gerade mal, weiß ich, ein halbes Jahr oder so alt. Und da kannst du richtig Schnäppchen machen. Also das heißt, du musst nicht alles neu kaufen. Ne? Jetzt kann ich mal eine Rennbegegnung mit einem Blitzer. Machen wir das am besten erstmal. Du musst nicht alles neu kaufen. Das nächste ist, du musst auch beim besten Willen nicht alles kaufen. Also gerade wenn sowieso Geld ein bisschen knapp ist, hinterfrag selber so deine Kaufmoral, so nach dem Motto, brauche ich das jetzt wirklich? Das ist eine gute Frage, wenn du sagst, ja, ich brauche das aktuell wirklich wichtig, weil wenn du selber dir auch noch begründen kannst, dann ist es auf jeden Fall rechtens. Ich meine, ich will euch jetzt nichts ausreden. Einfach nur genial. Stingray. Reicht vollkommen aus. Wunderschön. Aber das spart auf jeden Fall. Weil meistens ist es so, die meisten Käufe, die man macht, das sind Spontankäufe. Ja, das heißt, was ich, du surfst ein bisschen rum und sagst, ja Mensch, das sieht genial aus. Ich brauch's zwar nicht, aber ich hätte es ganz gern. Und wenn du keine Kohle hast, dann einfach Finger weg. Finger weg, lass es einfach liegen. Und gerade wenn es neu rausgekommen ist, sei es ein Spiel oder so, und du willst es unbedingt haben. Gut, es kommt mal Weihnachten, es kommt mal ein Geburtstag, da kann man sich vielleicht sowas mal wünschen. Man kann vielleicht auch seine Eltern fragen, du, wie schaut's aus? Ich helfe ein bisschen im Haushalt mit. Weiß ich, ich trage mal Müll freiwillig runter. Oder im Winter räume ich halt auch mal freiwillig den Schnee weg. Oder ich gehe mit dem Hund Gassi. Oder ich frage allgemein, das habe ich bei mir im Dorf gesehen. Da haben sich so 3 Mädels zusammengeschlossen. Die sind, glaube ich, auch noch relativ jung. Ich glaube, 11 Jahre oder so. Die haben aber an so großen Säulen, an so Fußgängerüberwegen und sowas oder an Ampeln, haben sie halt so Zettel hingemacht. Ja, wir sind 3 Mädels aus Blabla und wir wollen unser Taschengeld ein bisschen aufbessern. Wenn ihr einen Hund habt, wir würden ihn gerne ausführen und so weiter und so fort. Du musst einfach nur Ideen haben. Du musst nur Ideen haben und so kommst du eigentlich auch relativ schnell oder ein bisschen an Geld. Und auch Kleinvieh macht Mist, ne? Also wir brauchen allgemein bloß 10.000 Punkte oder wie schaut's aus? Was ist denn das? Was ist denn die Nummer 4? 10.000 insgesamt, okay, sollte man schaffen. Auch Kleinvieh macht Mist, da musst du also keine Gedanken machen. Und hier mal 5 Euro und da mal 5 Euro und dann sagt dann der Eltern, Mensch, Hausaufgaben so gemacht oder was ich, ist Zeugnis war super. Kriegst vielleicht auch einen 10er oder sowas, ne? Du musst ja jetzt nicht anfangen zu wetten oder so, sondern es reicht ja vollkommen aus. Wenn du mal hier dich ein bisschen was einbringst, vielleicht dann Oma mal hilfst, ne? Wenn Oma sagt, du, ja, mir tut meine Haxe ein bisschen weh, ich hätte aber gern, kannst du mir ein Brot oder sowas vom Bäcker holen? Ich habe ganz vergessen, hier mit 225 durchzubrezeln. Hol mal ein bisschen mehr Schwung, ist ja kein Problem. Ne? Könntest du mal schnell gehen, weil, weiß ich, mir geht's heute nicht so gut oder so. Ja, ich meine, sag nicht, du Oma, ich bin ja gerade am GTA zocken, hol dir deine Semmeln selber, sondern sag, ja klar.
gehe ich halt mal. Und ich meine, und die meisten Rentner, also ich kenne keine Oma, die dann sagt hier, ja, ich meine, ich weiß ja genau, du hast auch nicht so viel Taschengeld. Das reicht schon wieder nicht, oder? Doch, Hammer. Nächste Medaille, komm. Schade. Das haben wir zumindest mal nicht geholt. Ich sehe schon, die Folge wird ein bisschen Autotor auf. Zeigen wir mal als nächstes. Genau, und die meisten Rentner geben sowieso was. Also, und wenn es nur ein Fünfer ist und wenn sie nichts gibt, dann sei halt auch nicht böse, weil, wenn du öfters mal hilfst, irgendwann gibt es auf jeden Fall. Also nicht, dass du jetzt zur Oma rennst und sagst, Oma, ich hole dir jetzt jeden Tag ein Brot, dafür gibst du mir einen Fünfer. Ne? Das ist auch die falsche Variante. Aber dich einfach ein bisschen mehr mit einbringen. Ich meine, wie habe ich in der Jugend mein Taschengeld aufgebessert? Ferienarbeit ist das eine. Wenn Ferien sind, geh halt mal nicht zum Beispiel saufen. Ne? Oder mach, oder was ich, hänge den ganzen Tag vor der Konsole oder sonst was. Sondern sag einfach, gut, ich suche mir jetzt im Ort irgendeine Firma, frag mal rum, ob sie Leutchen brauchen. Fast jede Baufirma sucht Leute, Ferienarbeiter. Warum? Weil die Leute einfach günstig sind. Günstige Arbeitskräfte und das braucht einfach jede Firma. Ja, mit dir bitte was. Ja, da sagt kaum eine Firma, nö, wir brauchen keine günstige Arbeitskraft. Da kannst du dich ein bisschen mit einbringen. Wenn du zur Schule gehst, dann kannst du zum Beispiel halt auch Zeitung austragen. Gibt es auch mehr als genug, wo du ein bisschen was mitmachen kannst. Was kannst du noch machen? Das ist eigentlich alles, was du als Schüler kannst. Ich würde es jetzt nicht übertreiben, dass du jetzt, was ich, 20 verschiedene Jobs annimmst, nur damit du dir irgendwas leisten kannst. Aber wenn du auf einer Seite für Einnahmen sorgst, auf der anderen Seite deine Ausgaben senkst, bleibt unterm Strich mehr für dich übrig. Das ist eine ganz einfache Rechnung. Hier, Herr Funk, wie schaut's denn aus? Corvette-Duell. Mittel. Das will ich wissen. Corvette-Duell will ich wissen, ob die ZR1 noch das Potenzial hat, gegen das Stingray anzukommen. Gut, wir haben die besten Reifen drauf. Den Bus nehmen wir nicht mit. Mal bitte wieder mit Cockpit fahren. Ein bisschen umgewöhnen hier. Die ZR1 beim besten Willen auch nicht gerade langsam. Hier kann man wieder abkürzen. Muss man ja auch in Horizon. Ist ja nicht so, dass du die Strecke hier 1:1 fahren musst. Wollten die Entwickler nicht. Gut, das Ding ist richtig flott hinter uns. Richtig flott. Ist ja auch ein V8-Kompressor, was da hinter uns hinterher säuselt. Könnte eng werden. Gut, der muss hier vorne gleich bremsen. Komm schon. Mist. Aber schön gefahren, mein Freund. Ah ne, es war erst ein Checkpoint, oder wie? Jawohl. Oldschool schlägt Neuling. 13.000 Öcken aufs Konto. Wir haben mehr als genug ausgegeben. Ah. Gut, was ist das nächste? Was ist Nummer 5? Autotor auf Zeit. Fahren wir auch noch hin in 3 Minuten 30. Auf geht's. Wunderschöner Wagen. Also die Stingray ist wirklich wunderschön. Auch so zum Fahren. Ihr müsst bedenken, wir haben ja volle Hütte drunter. Bis auf Turbolader oder sowas ist ja alles drunter. Da kommt der Arsch nicht rum. Und wenn er rumkommt, kein Problem. Den kannst du locker wieder abfangen. Das ist mal ein Auto, wo sich breite Reifen wirklich bezahlt machen. Einfach nur genial. So, da haben wir ja fast mit einem Drift alle unsere Punkte rein, die wir noch brauchen, oder? Ja. Wunderschön. So, mal weiter mit dem Cruisen hier. Genau, also wie gesagt, ich bin gegen Raubkopierer. Wegen mir können die alle belangen, die auch Zeug runterladen. Es soll nicht nur die belangt werden, die Zeug hochladen. Das ist nach wie vor eine Grauzone, fragt sich nur noch wie lange. Weil es ist Diebstahl. Es ist unterm Strich, ist es Diebstahl. Wenn du erwischt wirst, versaust du das ganze Leben damit. Wem das Ganze das wert ist oder wer sich sagt, ich wäre sowieso nicht erwischt. Irgendwann erwischt es jeden. Nämlich spätestens dann, wenn es wirklich ums Geld geht, dann hört bei allen die Freundschaft auf. Das ist meistens so. Das ist selten so, dass wenn Geld im Spiel ist, dass die meisten sagen, ach ja, du,
hättest du dir jetzt hier die 12.000 MP3s, die du auf dem Rechner hast, die du noch runtergeladen hast, aber nicht teilst, hättest du die dir original gekauft, man, da hätten wir halt 7.500 Euro verdient, ne? Aber du, wir schenken dir das Geld, weil wir sind ja so großzügig, das macht keine Firma. Das macht keine Firma. Und gerade in der Filmbranche, wie gesagt, wenn die dich einmal dran haben, dann hast du sowieso ein Problem. So, jetzt schauen wir mal. War so klar, das war so klar. Gut, anecken dürfen, wie es aussieht. Mal ganz kurz wieder konzentrieren. Ich habe euch jetzt sicher gesagt, dass ich was dagegen habe. Ich habe euch auch gesagt, was es für Konsequenzen gibt. Ich habe euch gesagt, was ihr machen könnt, um einfach nicht Gefahr zu gehen oder um einfach auch ja, euer Lieblingsspiel vielleicht zu bekommen. Andere Sachen sind halt auch zum Beispiel, ich würde jetzt zum Beispiel jetzt nicht vorschlagen, Leute, ihr müsst alle mit YouTube anfangen, da verdient ihr euch dumm und dusselig, weil so ist es nicht. Ich meine, selbst ich in meinen mittlerweile 2300 Abonnenten, wenn ihr denkt, ich verdiene mich hier dumm und dusselig, nee, ganz im Gegenteil. Da sind wir nämlich schon beim nächsten Thema, Thema Diebstahl. Ist nämlich auch so ein Ding. Es gibt ja auch aktuell, das ist aber auch ein Thema, das werde ich vielleicht beim nächsten Mal behandeln, weil ich habe einen richtig vollen Zettel mit vielen, vielen Themen da drauf. Nämlich Adblocker. Ne? Wenn man jetzt bedenkt, bei den Amis fangen sie halt jetzt an, viele Kanäle als Bezahlkanäle zu machen. Man kann es in Deutschland, glaube ich, machen, sobald man 10.000 Abonnenten hat, kann man seinen Kanal als Bezahlkanal einrichten oder zumindest sich anmelden für das Ganze. Also sein Interesse bekunden. Einfach nur Wahnsinn. Und dann heißt es nicht mehr so, ja, du hast Werbung drauf, sondern für einen Betrag X, ich denke mal, das ist nicht so viel, vielleicht bloß ein Euro oder so, den musst du halt abdrücken für ein monatliches Abo, dass du die Videos siehst. Gut, wenn du 10.000 Abos hast, hättest du theoretisch 10.000 Euro Gewinn. Einnahmen. Ne? Ob das jetzt viel ist oder wenig ist, sei mal dahingestellt. Bei 10.000 Abonnenten würde ich mal sagen, das ist viel. Vielleicht ist es halt auch weniger als ein Euro. Vielleicht sind es aber 50 Cent oder 10 Cent. Die Masse macht es dann. Aber im Grunde, die Leute, die mit YouTube Geld verdienen, sei es der Commander oder sei es Pink Panther oder wie sie nicht alle heißen, die in Deutschland angefangen haben, mit YouTube Geld zu verdienen, ich meine, die leben von dem Geld, ne? Und ihre Dienstleistung ist eigentlich... Was, wir sind schon da? Ja. Ihre Dienstleistung ist es eigentlich... Wie viel Zeit haben wir? Komm, wir fahren nochmal zur Autobahn. Ich will mal wissen, was das Ding geht hier. Fahren wir hier oben hin. Ihre Dienstleistung ist es, Videos... Habt ihr gesehen, wie er mich schon wieder schicken will? Ey, du bist doch so ein Troll. Warum? Ist da eine Baustelle oder was? Geht doch, danke. Ja, und sie bringen halt Videos und ihre Bezahlung ist dafür die Werbung. Gut, ich verstehe es bei Kanälen. Das sehe ich auch sehr oft bei großen Kanälen mal drunter. Wenn sie ein 10-Minuten-Video machen und in den 10 Minuten ist dreimal Werbung drin. Ja, am Anfang, in der Mitte und am Ende. Wenn du Pech hast, jedes Mal 30 Sekunden, die du nicht abbrechen kannst. Da würde ich persönlich bei 10 Minuten, anderthalb Minuten Werbung, würde ich auch sagen, es reicht. Es ist ein bisschen zu viel. Hier schalte ich jetzt Adblock an. Aber wenn ich halt einen habe, wer ist das beste Beispiel? Deep Digger Dan, mein Kollege aus Schottland, der halt so Buddel-Videos macht, der ein Sondengänger ist oder Schatzsucher oder wie man sie auch immer betitelt. Bei dem Typen, egal wie lang sein Video ist, da gibt es keinen Werbespot am Anfang, sondern einfach nur so eine Werbung, die eingeblendet wird. Also jetzt kein Spot, sondern einfach nur so ein kleiner Werbebanner. Mehr ist es nicht. Und da sieht man halt einfach, wie sich so die Spreu vom Weizen trennt. Genau, gut, ich müsste mir selber auf die Finger hauen. Ich packe ja auch Werbung rein am Anfang und am Ende. Aber wenn ich jetzt bedenke, ne? Mal angenommen, ich würde jetzt sagen, Leute, ich hau jetzt auf den Tisch, ich will auf YouTube was erreichen, ich will richtig groß werden, ich mache mich jetzt selbstständig. Das heißt, ich lebe von dem Geld. Das heißt, ich möchte euch bitten, ihr schaltet Adblocker ab, weil das Geld ist einfach wichtig, weil dies das Geld ist, wovon ich mir, was ich, Rechnung bezahle oder was auch immer. Da gab es ja schon die übelsten Videos, wo sich Leute drüber aufregen. Ja, ich kann mir meine Miete nicht mehr leisten oder so. Und so weiter und so fort, da fangen sie halt das Rumheulen an. Aber wenn du bedenkst, ne, du klaust im Prinzip seine Zeit und gibst ihm dafür nichts zurück.
Sei es, du gibst ihm nicht mal ein Däumchen, kein Kommentar, nichts, gar nichts, dann hat derjenige überhaupt nichts davon. Ja, und da würde ich irgendwann auch mal sagen, das ist im Grunde Diebstahl. Jetzt mal ganz weit ausgeholt. Gut, da werde ich jetzt bestimmt viele Daumen nach unten bekommen für die Meinung, aber ich sehe das Ganze so. So, jetzt schauen wir mal, was hier Stingray packt hier. Aber ich denke, eine gute 300 sollte hier drin sein. Und einfach nur genial, oder? Der Klang. Setzen wir uns mal rein hier. V8. Nee, da ist keine Sorge, ich kann mir sehr wohl was zu essen leisten. So ist es jetzt nicht. YouTube ist für mich ein Hobby, auch wenn meine Ziele sehr weit hochgesteckt sind. Ja, 300 sollten gehen. Ein wunderbar spurtreues Fahrzeug. Wunderbar spurtreu. Ich meine, dafür, dass das Ding Plattfedern hinten drin hat, macht sich der richtig gut. Was sagt die Zeit? Okay, Motor abkühlen lassen. Genau. Und deswegen bekommt ihr heute mal so zwei Aufgaben von mir. Zum einen, denk mal über das Thema nach. Gesetz des Falles, du bist auch jemand, der Zeug runterlädt. Vielleicht hat dich der ein oder andere Vorschlag irgendwie so zum Denken gebracht. So nach dem Motto, ja, eigentlich hat der Tom ja recht. Ich kann ja auch auf eBay meine Spiele kaufen. Gut, Spiele ab 18 hast ein Problem. Musst du halt, was ich über deinen Bruder oder so. Da kriegst du auch Call of Duty oder sowas bei Rebuy. Ist ja kein Problem. Und bevor du Müll ausgibst, zum Beispiel so DLCs, ne? Oh, ich mach meine Waffe jetzt grün. Kostet bloß einen Euro. Spar dir das Geld. Spar dir das Geld. Dann hört nämlich auch bei den Publishern diese Geldgeilheit bei den DLCs ein bisschen auf und die konzentrieren sich ein bisschen was mehr auf ihr Material. Ne? Da sollen sie drauf aufmerksam machen. Also da sollen sie Geld gewinnen, nämlich mit den Spielern an sich und nicht mit irgendwelchen DLCs, die das Spiel hier, wie bei EA zum Beispiel, da musst du ein DLC kaufen, damit das Ding überhaupt spielbar bleibt. Das ist ja nicht Sinn der Sache. Ne? Sondern denk vielleicht mal drüber nach. Ist vielleicht nicht schlecht. Zweite Aufgabe. Ja, wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich echt über ein Däumchen freuen. Warum erwähne ich das jetzt so oft? Einfach, weil ich möchte weiterkommen. Und ich möchte weiterkommen und das heißt auf gut Deutsch, wie kommt man weiter, indem man seine Reichweite verbreitert? Wie geht das auf YouTube, indem man bei der Suche mehr gefunden wird? Wie wird man mehr gefunden, indem man ein Däumchen auf seine Videos bekommt? Das ist alles. Nämlich, wenn ein Kollege auch Horizon macht, Vorsicht, ich komme hier, dann zeigt die YouTube-Suche natürlich erstmal das Video an, was ein bisschen bekannter ist, das heißt mehr Aufrufe hat und mehr Däumchen hat. Das ist die einfache Möglichkeit. Ich bin jetzt nicht däumchengeil. Wenn du was gegen das Video hast, wenn du was gegen das Thema hast, schreib es in die Kommentare. Wenn du was gegen mich hast, gib mir einen Daumen nach unten, das ist mir auch egal. Jeder Hater ist auch ein Zuschauer, so sehe ich das Ganze auch. Und wenn man das Ganze konstruktiv begründen kann, habe ich auch beim besten Willen überhaupt nichts dagegen. Absolut nicht, ganz im Gegenteil. Ne? Für Kritik bin ich immer offen und wie gesagt, ich möchte weiterkommen, ich möchte auf YouTube ein bisschen was erreichen und es geht halt einfach nur ab einer gewissen Größe, da mache ich vielleicht auch mal ein Video dazu, ab einer gewissen Größe kommst du einfach sowas um sowas nicht drum rum. Und ich hatte es auch schon mal in dem Video gesagt, die meisten vergessen es einfach am Ende. Die vergessen es einfach, die sagen so, hey, geiles Video, hat richtig Spaß gemacht, hat mich richtig gut unterhalten, ich schreibe es noch einen Kommentar und dann, ey, warte mal, der hat ja hier noch ein Video gemacht, das schaue ich mir jetzt auch noch an. Und schwuppdiwupp hast du es vergessen. Und so ein Däumchen kann halt schon einiges bewirken. Und es bewirkt, wie es aussieht, wirklich einiges, weil die Däumchenanzahl hat sich fast verdoppelt. Ne? Und die Daumen runter sind gleich geblieben. Nämlich 0 oder 1 oder 2. Also sage ich mir mal, es ist jetzt kein Gebettel. Ansonsten würde ich nämlich Daumen nach unten bekommen. Sondern es ist halt einfach so eine kleine Erinnerung. Ist halt auch nicht böse gemeint, Leute. Das dürft ihr mir am besten auch nicht hier übel nehmen. Aber ich meine, ich investiere eine Stunde. Und bekomme für die Stunde, was ich für einen Videoaufruf bekomme ich nichts. Ne? Bei 1000 wird es ja mal interessant, aber selbst für 1000 kann ich jetzt nicht groß essen gehen. Das reicht nicht mal für ein Eis. Ne? Mal unter uns, es reicht nicht mal für ein Eis bei 1000 Aufrufen. Also so viel zum Thema, das heißt die Masse macht's. Ne? Und wenn man ordentliches Material macht, ich sag halt immer so, es ist ein Geben und es ist ein Nehmen. Nicht nur beim Raubkopieren soll, so, der Herr Funk, da wollen wir Revanche oder wie? Hä? Funky, mein Freund. Ne, nochmal holen wir uns nicht. Wir suchen uns langsam ein Bildchen, wo wir hier uns gemütlich ablassen können, hinlassen können, niederlassen können. Jetzt habe ich's. Genau, es ist ein Geben und Nehmen. Wenn die Leute gute Filme machen, dann gebe ich denen auch gern was dafür.
Wenn die Leute gute Spiele machen, dann gebe ich denen auch gern mein Geld dafür. Wenn die Leute Scheißspiele machen oder Scheißfilme, dann lade ich mir den Film nicht mal runter, sondern ich ignoriere den ganzen Kram einfach. Boah, ich muss mal. Zumindest im Spiel. Genau, dann lasse ich den Kram einfach liegen, weil ich mir sage, wenn mich das Spiel nicht interessiert, warum lade ich es dann runter? Wenn ich es... Oh, der Sound. Psch. Oh, genial, oder? Ja, da hüpft der McLaren gleich hier im Kreis, du. Wahnsinn. Funky? Hast du ein Schwein? Wenn es jetzt Funky wäre, dann hätte ich gleich eins mitgegeben hier. Ah, hier ist eine Lücke, da kann man gleich mal einparken. Gesetzesfall, dass es geht. Ja, es geht. Genau, da können wir uns hier so ein bisschen niederlassen. Sieht vielleicht gar nicht mal so blöd aus, oder? So mit den, oh, mit dem Sonnenuntergang im Hintergrund. Hat doch was. Genau, wie gesagt, es ist ein Geben, es ist ein Nehmen. Und wenn die Leute ihren Job gut machen, dann zahle ich auch gern was dafür. Ne? Wenn die Leute ihre Videos gut machen, dann gebe auch ich ein Däumchen mal hoch. So ist es nicht. Ne? Wenn ich die Leute, wenn ich da sage, ja, richtig geile Arbeit, gebe ich ein Däumchen nach oben. Wenn ich sage, das ist scheiße oder wenn es mich dann nicht unterhalten hat, dann schreibe ich einen Kommentar drunter, gebe ein Däumchen runter und fertig ist es. Einfach damit der Typ vielleicht ein bisschen nachdenkt oder die Typeline oder was auch immer. Bei Publishern, ja, dann ignoriere ich das. Und ich habe eine Entscheidung heute getroffen, da kommt auch bald ein Video. Wird vielleicht, denke ich mal, ein Battlefield-Video sein zu dem ganzen Thema. Weil ich habe eine Entscheidung getroffen, das wird vielleicht einige Leute ein bisschen traurig stimmen. Aber irgendwann muss man mal ein Zeichen setzen. Genau. Also, wenn dich dieses Video unterhalten hat, wie gesagt, gib mir ein Däumchen nach oben. Wenn nicht, gib mir ein Däumchen nach runter. Schreibe in die Kommentare, was dich genervt hat. Einer hat mal geschrieben, ja, ich bin doof. Ja, wegen mir bin ich doof. Aber ich bin doof und habe eine Meinung. Als wenn ich meine Klappe halte und einfach noch mit der Masse mitschwimme. Das ist absolut nicht mein Ding. Und ich glaube, an dieser Stelle würde ich sagen, ich gehe jetzt mal raus, weil ich muss jetzt da mal hinten in das Häuschen gehen. Genau, ich danke dem V8-Motor für diese geniale Unterhaltung. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Bin auf eure Autowünsche gespannt. Themen habe ich noch mehr als genug. Haltet euch da bitte mal zurück, weil aktuell habe ich mehr Themen, als wie ich eigentlich Forza Horizon-Videos noch bringen wollte. Also ihr seid da richtig fleißig. Ich würde sagen, ich erwähne wieder, wenn die Themen alle durch sind. Da kommt noch einiges und ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschalten würdet, wenn es heißt Forza Horizon. Vielleicht wieder mit einem kleinen Muscle Car und einem Auto eurer Wahl. Gut, an dieser Stelle, boah, jetzt drückt die Blase echt. Ich bin jetzt mal raus. Vielen, vielen Dank. Danke für euren Support und bis bald. Ciao, ciao, euer V8 und der Tom. Also, bis denn. Adios.